Servus und herzlich willkommen zurück zu V-Rising mit mir, dem Eagle, und mit Isabella von Karstein, die hier gerade in der Kirche von Dunley steht. Ja, im letzten Part haben wir den Hauptmann der Miliz gekillt. Das war sehr gut, hat uns also den Akt 2 beendet. Aber einer aus Akt 2 fehlt ja noch, und zwar Raziel, der Hirte. Und den probieren wir jetzt nochmal. Die hauen jetzt natürlich alle ab, weil sie Angst haben. So, sorry. Ich will dieses Gejammer nicht während des ganzen Kampfes hören. So, sorry. Ist jetzt herzlos und gemein, ich weiß, aber ich kann nicht anders. So, gut, dann schauen wir mal hier, trinken wir nochmal voll. Und dann geht's los. Ich habe mir jetzt ein bisschen anderes Bild geholt. Ich habe mir nochmal den Todesritter geholt. In der Hoffnung, dass ich damit eventuell diese Taufbecken gezielt ausschalten kann. Und hier noch den Blitztaifun. Da möchte ich einfach nochmal wissen, was der kann. Also... The light will consume you. Okay. Nee, beim besten Willen nicht. Nö, 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 nö. Warte mal, da muss ich hier mal kurz ein bisschen umdisponieren. So. Au, oh, diese blöden Kackdinger. Ich probier's nochmal mit der Arachne, tatsächlich. Immer diese dämlichen Taufbecken spawnen muss da. Au, okay, okay. Da muss ich ein bisschen besser ausweichen. Trink mal. Mann! Verdammte Scheiße. Au. Auf mit diesem Blödsinn da. Okay, das war's hiermit. Ah, diese saudummen Taufbecken da, mach die weg. Hier, Todesritter, viel Spaß damit. Die kriegt man aber relativ gut weg, tatsächlich. Also... Okay. Okay, blödes Taufbecken ahead. So, nochmal hier. Au, scheiße. Das tut aber auch weh. Au. Okay, okay, okay. Was ist das jetzt? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Okay, selber Versuch. Au. Au, scheiße. Hier kriegst du nochmal ein paar Einheiten ins Gesicht. Viel Spaß mit dem Todesritter. Heilige Strahlung. Hör auf damit. Scheiße. Nicht übermütig werden. Nicht greedy werden. Komm. Jawoll.
Na, endlich. Herrgott, das hat diesmal gut funktioniert. Okay, okay. Auch das hat sehr gut funktioniert. Kollege, du gehst mal kurz drauf. Toll, den Schaden musste er mir jetzt noch dringend reindrücken. Aber ganz ehrlich, nee, nee, also das war jetzt nichts Besonderes. Also dieser Blitztaifun, es gibt wahrscheinlich Situationen, da ist der nützlich, aber in der Situation war er es absolut nicht. Das war völlig, also ich, das war jetzt gar nichts irgendwie gefühlt. Gelehrt, also das sind ja alles, was sind denn das für Einheiten hier? Also Einheiten. Komm. Hilfe. 7%, 4%. Als ob mich das interessiert, Madame. So, tut mir leid. Das ist echt mies eigentlich. So. Gut, also diese ganzen Gelehrten mit EH sind jetzt Gelehrte mit... ach komm. Ich spare mir den schlechten Witz. Oh nein. Nein, hört auf damit. Oh, hört auf rumzutrollen. Es geht ja nur auf den Sack. Ja, ja, ist gut. Alles gut. Ich tue dir nichts. Dir tue ich ausnahmsweise mal nichts. Bin gut gelaunt. Sehr schön. Okay, das war also das Dunley-Kloster. Da haben wir jetzt noch Raziel gelegt. Das ist ja sehr schön. Da hat dieser Heiligentrank da auch nochmal seinen Sinn gehabt. Da ist eine Nonne, aber die sind alle, also die gelehrten Blüter hier sind alle nicht so sonderlich geil, habe ich den Eindruck, irgendwie. Da ist, ganz ehrlich, da ist die Helena, die wir damals mitgenommen haben, noch mit die Beste gewesen. Komm hier, tschö. Lasst mich in Ruhe. Gut, das heißt, wir haben das abgeschlossen, wir haben Akt 2 jetzt wirklich beendet. Was hat der uns jetzt eigentlich freigeschalten? Ich hoffe mal, die lassen uns hier in Ruhe und greifen uns nicht an, während ich das gucke. Also, ein Zauberpunkt in Blut, Juwelierstisch. Oh, der Juwelierstisch, okay. Das ist sehr, sehr cool. Das, habe ich den eigentlich vorgelesen? Raziel, das Oberhaupt und Herz des Dunley-Klosters, ein wahrer Gläubiger des Lichts, ist bekannt für seine überzeugenden Predigten und seine harte Rhetorik. Das heißt, dass seine heilige Macht durch seine unglaubliche Gerechtigkeit gewährt wird. Hauptsächlich, weil er das sagt, okay. Gut, den haben wir jetzt also gelegt. Das heißt, wir sind jetzt mit denen allen hier durch. Gut, was kommt als nächstes? Domina, die Klingentänzerin, und Siva, die Ingenieurin. Oh nein. Ah, Radiumlegierung. Ah, okay, ich glaube, das ist so der nächste Punkt auf der Liste. Siva, die geliebte Chefingenieurin für Waffen in der Maschinenfabrik, geht in erfolgreichen Zerstörungen voll auf. Sie liebt ihre tödlichen Experimente und ist immer dabei, wenn es darum geht, denjenigen, die auf der falschen Seite ihrer instabilen Technologie stehen, einen entsprechend schmerzhaften und spektakulären Tod zu bescheren. Welche Seite das ist, ändert sich oft von Abzug zu Abzug. Aha. Gut, probieren wir das als nächstes. Also, das heißt, wir müssen in die Mutantengebiete. Oh Gott, Kotz. Mutantengebiete sind wirklich ätzend. Aber okay, wir gehen jetzt mal hier zum Portal. Und dann ab dafür. Ich meine, danach müssen wir uns halt überlegen. Ich muss erstmal eigentlich... Eigentlich müsste ich nur in den Gebieten rumlaufen. Erst einmal. Einfach nur rumlaufen, um zu sehen, was gibt es da überhaupt für Spawner und so weiter. Wir bauen in erster Linie mal Spawner dort. So, wir gehen jetzt erstmal zurück. Liefern das ganze Zeug ab. Was habe ich da jetzt eigentlich alles eingesammelt? Obskure Präsenz. Okay, okay, das klingt ziemlich geil, muss ich zugeben. Kurz hier hingehen, okay, das ist nix. Der Juwelierstisch, der gehört mit Sicherheit hier rein. Juwelierstisch, was brauchen wir da? 8 Geißelsteine. Wo hatten wir denn Geißelsteine? Ich glaube, beim Alchemielager. Stimmt, weil aus irgendeinem Grund kann man ja die nicht bei den Edelsteinen lagern oder so, sondern man muss ja dafür immer erstmal ins Alchemielager gehen. Da war ja was. Na gut. Lager für Verbrauchsgegenstände. Packen wir mal trotzdem hier diese ganzen Tränke rein. Komm. Wir holen uns die dann wieder, wenn wir sie brauchen. Jetzt ad hoc brauchen wir sie nicht. Hier nochmal. Zack.
Genau, was haben wir dann noch hier? Herzen haben wir eine ganze Menge. Die kommen hier wieder rein. Wunderbar. Was habe ich jetzt hier noch? Blutrausch, übertragendes Auge, entfernt alle negativen Effekte. Wenn du während des Effekts eine feindliche Einheit vernichtest, wirst du mit 2% deiner maximalen Gesundheit geheilt. Oi, klingt geil. Ah, und jetzt können wir hier endlich mal was machen. Den Blut, hier die Blutspule, den Blutschleier und den Blutbrunnen. Wisst ihr was? Ich probiere mal den Blutschleier. Weil da müssten wir auch noch irgendwo was haben. Hier, warte mal. Da packen wir jetzt erstmal das übertragene Auge rein. So, was haben wir hier? Genau, das war hier für den Blutschleier. So, wie war denn das jetzt? Erhöht die maximalen Heilungsprozentsatz um 1,4%. Der nächste Primärangriff verursacht eine schwindende Schlinge. Probieren wir einfach mal. Komm, mal gucken, was das kann. Experimentieren wir doch einfach mal ein bisschen mit der Blutmagie rum hier. Gehen wir mal komplett auf Blut. Hier, Blutrausch. Und den Schattenblitz. Da haben wir überall eigentlich erstaunlich gute Juwelen dafür gefunden bis jetzt. Also, ist eigentlich ganz schön. Probieren wir uns damit mal aus mit der Blutmagie. So, was wollte ich denn? Ach, Geißelsteine. Stimmt, scheiße, wollte ich holen. Habe ich schon wieder vor lauter Begeisterung komplett verdrängt. So, nicht Verbrauchsgegenstände, Alchemie. Hier, gib mir mal den Scheiß. Was brauchen wir noch für das Ding? Edelsteinstaub, verbesserte Blutessenz. Gut, verbesserte Blutessenz sollten wir hier genug haben. Jawohl, oder? Ja, ist verbessert und kein Urblut. Perfekt. Und wir können dann auch direkt, habe ich schon gesehen, wieder ein bisschen was ernten. Edelsteinstaub sollten wir noch in der Truhe genug haben. Genau, B. Juwelierstisch. Wo wollen wir den denn hinpacken? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Den pack mal hier schön in die Ecke rein. So, der Edelsteinbearbeitungstisch, den kann man ja von mir aus hier irgendwie so in die Mitte tun. Das ist ja egal. Oder wir tun ihn einfach... Komm, wir tun ihn einfach hier hin. Passt schon. Ist okay. So, was kann jetzt dieser tolle Juwelierstisch überhaupt? Ah, wir können uns selber jetzt diese Dinger herstellen. Ah. Oh, oho, oho. Jetzt haben wir mal sogar einen Grund dafür, die Edelsteine zu verwenden, die gewöhnlichen. Okay, das ist ja geil. Okay. Das heißt, Edelsteine und Eisenbarren. Das ist das Play. Okay, das muss ich bei der nächsten Jagd bedenken. Dann sollen meine Diener demnächst mal ganz viele Edelsteine und Eisenbarren mitbringen. Oder überhaupt mal Eisen. Da machen wir uns nämlich mal eine ganze Kollektion an wunderschönen Edelsteinchen, die wir nach Belieben einsetzen können. Das ist ja top. Okay. Was haben wir dann noch hier? Was bringt uns das hier eigentlich nochmal? Der Edelstein-Arbeitstisch? Gewöhnlicher... Ah, okay. Man kann hier aus rohen Edelsteinen gewöhnliche Edelsteine machen. Ah, okay. Was kann man hier nochmal? Aus großen stürgischen Splittern... Ah, aus kleinen stürgischen Splittern kann man große stürgische Splitter machen. Auch das ist sehr, sehr geil. Ah, okay. Na gut, mal schauen. Also wir können hier schon eine ganze Menge damit machen. Und erstmal hier rüber. Zack, zack. Mamfi, die Kiste ist wieder bei der Arbeit. Norm. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch eigentlich praktischer, wenn wir diese ganzen Edelsteine, die wir jetzt schon haben, wenn wir die nehmen und einfach verbessern. Mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir auf Dauer diese ganzen kleinen Klunker wirklich brauchen. Glaube ich eher nicht. So. Dann haben wir hier noch das Ganze. Genau. Zack. Mal ganz schnell noch alles einsammeln hier, bevor die Sonne aufgeht. Ja, gleich geht die Sonne auf. Müssen wir schnell sein jetzt.
Hier kommt die Sonne. Und nicht mehr lange und wir haben hier wieder draußen ein Problem. So. Wunderbar, das hat geklappt. Und jetzt noch einmal hier. Oh komm, hör auf, Sonne. Alter, tut die Sonne weh. Heilige Scheiße. Habe ich jetzt alles abgeerntet da draußen? Alter, aua. Okay, doch, doch, doch. Wir haben alles abgeerntet gekriegt. Au. Das hat jetzt echt wehgetan. Heilige Scheiße. Okay. So, dann nehmen wir mal das hier. So. Also sowas. Aua. Okay, ich sehe schon, blutendes Herz ist noch ein bisschen so ein Bottleneck. Ich glaube, da muss ich mal wieder irgendwann in die Lande dort ziehen. Und ein bisschen schauen, dass ich da noch eventuell Samen finde. Dafür. Okay. Gut, der Rest kommt mal hier rein. So. Schön. Ja, wird ja langsam doch eng mit dem Platz hier. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal diese ganzen Dinger hier. So, okay. Passt. Gut, mehr Platz haben wir gerade nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Packen wir die nämlich alle hier mal rein. So, alles erstmal rein damit. Ich glaube, ich muss ja auch nochmal einen Verschlinger da reinbauen. Genau, da mal, weil dann haben wir das nämlich alles hier direkt an einem Platz. Ich nehme mal alles. Okay, das ist jetzt alles leer. Sehr schön. Erstmal sortieren hier, so. Ah, und wir kriegen gar nicht alles rein. Okay, ich muss nochmal ein paar Truhen bauen. Ich meine, für Edelsteine brauche ich hier nicht zu bauen, weil das funktioniert ja nicht. Ich muss ja leider wieder die speziellen Truhen bauen. Oder ich bleib bei den allgemeinen, glaube ich. Bleibe ich trotzdem dabei. Ist dann doch besser. Hier, warte mal. Allgemeine Truhen sind dann doch einfach besser für mich. Lagerung. Okay, das ist Lager für Schneiderei. Was haben wir da jetzt noch? Wir haben Lager für Waffen, Lager für Rüstung. Das ist zwar ganz nett. Lager für Juwelen. Ah, okay. Das gibt's auch. Okay, warte mal. Dann bauen wir doch lieber ein Lager für Juwelen. Ist ja viel, viel besser. Dann packe ich das mal wieder weg. Nehme ich das verstärkte Brett. Was brauchten wir dafür jetzt gleich nochmal? Geißelstein, oder? Geißelstein, ja. Toll. Muss ich nochmal zurück zum Alchemielager. Geil. Gut. Ist auch eine Möglichkeit. Können wir auch machen. Ist kein Problem. Ach Quatsch. Hier ist das Alchemielager. Hier, so. Lager für Juwelen. Ja gut, dann machen wir das halt. Bis zu 42 Juwelen kann das Ding aufnehmen. Pass auf. Dann machen wir das mal so. So. Schmeiß mal kurz mal raus. So, das Ding kommt mal... Ach so. Ich bemerke gerade, ich habe ja bereits einen Vernichter hier gebaut. Habe ich komplett verdrängt irgendwie. Gut. Die große Truhe hier. Nehmen wir wieder alles raus. Und dann nochmal so hier. Gut. Also, haben wir hier ordentlich Lagerplatz, ja? Das ist doch super. Das eine ist schon voll.
So, erstmal sortieren. Beziehungsweise, warte mal, da machen wir eine Truhe. Da kommen nur die Kleinen rein. Und die andere Truhe kommen nur die Großen oder irgendwie so. Toll. Selbst dafür reicht's nicht. Das ist wirklich ein Graus, ne? Na gut, von mir aus. Egal. So, das passt also soweit. Wunderbar. Das heißt. Ach nee, das ist der Juwelierstisch. Das andere ist ja der Edelstern-Bearbeitungstisch. Wofür war das jetzt nochmal da? Der Handwerkstisch? Achso, das ist ja einfach nur für die Dinger. Okay, dann habe ich jetzt ungefähr die Reihenfolge, wie wir es aufstellen können. Hier kommen die Juwelierslager rein. Genau. Weil das ist ja direkt daneben. Dann packen wir die Edelsteinlager hier hin, weil hier ist ja der Edelsteinbearbeitungstisch. Und die Allgemeinlager packen wir hier hin, weil das ist ja hier einfach nur der Handwerkstisch. Okay, jetzt haben wir es mal richtig sortiert. Sehr gut. Okay. Das passt soweit. Jetzt lassen wir das erstmal so. Und da würde ich sagen, machen wir uns jetzt gleich mal auf in die Gebiete der Mutanten. Dann muss ich hier nur gerade mal noch alles abliefern hier irgendwie, was halt noch da ist. Schmelzofen, komm, ab dafür. Dann packen wir das hier noch wieder zurück. Gut. Boah, meine Fresse. Ja, das war ein intensiver Bossfight, aber wir haben es beim zweiten Mal dann doch hingekriegt. Das war, glaube ich, unser zweiter Versuch, ne? Also der erste Versuch in dem Part, aber der zweite Versuch insgesamt. Es ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung, muss ich sagen. Obwohl wir jetzt leicht überlevelt sind. Oder überlevelt waren. Ich glaube, jetzt gegen die Ingenieurin sind wir nicht mehr überlevelt. Ich glaube aber auch, wenn ich mir die V-Blüter so angucke, wir haben auch nichts Neues mehr. Was wäre ja klar, Pistolen könnte man machen, ja, aber wir haben nichts Neues zum Forschen im Wesentlichen. Was ist das eigentlich? Der Styrgische Beschwörungskreis. Styrgischer Beschwörungskreis. Was braucht man dafür? War das hier unter Dominanz vielleicht? Nee. Herstellung? Nee. Schloss. Treppen. Ja, toll. Gemütliche Treppen. Beleuchtung, Dekoration. Ist es unter Dekoration vielleicht? Nee. Garten? Auch nicht. Produktion. Doch, doch, dann ist es unter Produktion wahrscheinlich gelistet, oder? Ah! 16 Steinziegel, eine Urblutessenz, die uns noch fehlen. Muss ich direkt überlegen, wo ich den hinsetze. Und eine Urblutessenz. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, dieser Beschwörungskreis. Und wo es am meisten Sinn macht, den zu platzieren. Urblutessenz müssten wir hier drin haben, oder? Ja. Bis zu 4 Stück kann man davon herstellen. Okay. Ich könnte ihn hier reinsetzen. Sieht aber irgendwie komisch aus, oder? Obwohl, da kann man ja Gegner dran beschwören. Vielleicht setze ich den trotzdem mal hier rein. Irgendwo so im Zentrum vom Raum. Schauen wir gerade mal. Styrgischer Beschwörungskreis. Was können wir jetzt hier machen? Blutbaumwächter. Eine Einheit, die. Oh! Blutelementar. Blutharpie. Aha. Blutiger Leichenstapel. Die Menge an Ressourcen für Alchemie gewährt. Oh. Okay, das ist auch interessant. Okay. Makellose Edelsteine. Aha. Was braucht der in Alchemie? Der muss in Alchemie rauf. Oder nee, runter. Hier. Alchemie. Ich meine, das Ding kann uns ja eigentlich nicht die Einrichtung zerlegen. Es geht ja gar nicht. Deswegen, ich setze den jetzt einfach mal hier so in die Mitte rein. Ah, okay, für styrgische Splitter. Okay, ich verstehe. Interessant. Ja gut, von mir aus. Dann haben wir den auch mal gebaut. Schaden tut's ja nicht.
So, dann gehen wir mal ins Lager für Alchemie rein. So, zack, rein damit. Ich setze mal die Urblut... Naja, wohl, nee, die Urblutessenz jetzt vielleicht nicht. Tun wir hier wieder zurück. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch die Steinziegel zum Zurückgeben. Und dann können wir ja mal los. Ins Mutantengebiet endlich. Ich kündige das seit 10 Minuten an, aber jetzt machen wir es dann nochmal. Gut, der Rest ist... Ach, jetzt habe ich noch diese blöden stürgischen Splitter dabei. Ja, nee, die tue ich unten wieder rein. Weil da ist ja dieser stürgische... stürgische Altar oder was das ist hier. So, rein damit. Dann packen wir das hier in die Schneiderei. Und das hier zur Lederfachbank. Jawohl, perfekt. Gut. Also ab durchs Mutantengehege. Ich freue mich. Oh Mann, 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 das wird richtig lustig. Mutanten, wir kommen. Okay. Also dann, lass uns mal Zeug suchen gehen. Gut, was haben wir hier zum Beispiel? Aha, die haben Gelehrtenblut hier, hm? Oh nein, Flammenwerfer, hört auf damit. Ich liebe es vor allem, wie sie sich gegenseitig anzünden vor lauter Panik. Au. Okay, okay, okay. Okay, also rein auf Blutmagie zu setzen, hat auf jeden Fall so seinen Reiz, muss ich zugeben. Au. Scheiß Betäubungsdamage. Okay, okay, okay. Ah. Stimmt, wir haben ja immer noch das Amulett, das Blutamulett dabei. Wartet mal, vielleicht, wenn wir wirklich rein auf Blutmagie gehen wollen, sollte ich das vielleicht lassen, oder? Sollte ich vielleicht besser den Anhänger des Ritters oder was das war nehmen? So, wir sammeln erstmal Zeug. Lass mich raten, hier blubbert so lustig, hier kommt gleich was raus. Ja, natürlich. Ihr blöden kleinen Viecher enttäuscht mich doch nie. Andererseits ist das eigentlich in Kombination mit den Skelettis gar nicht so verkehrt, wenn ich mir das gerade so überlege. Okay, haben wir noch Mutantenfett gefunden? Gut, wir regenerieren derweil munter weiter. Komm, hier blubbert so lustig, hier ist doch bestimmt was drin. Scheiß-Mutanten hier. Jawohl. Okay, okay. Das hat soweit gut funktioniert. Ja, doch. So rein auf Blutmagie zu gehen, hat auch so seinen Charme. Ist schon ganz cool. Jetzt vor allem, wo man mal damit auch was reißen kann, weißt du? Aber es tut... Also die Gegner hier sind schon... Die tun schon weh. Die tun gut weh.
Okay. Ein paar Sachen schmeiße ich dann auch direkt wieder raus. Hier, was war's? Pflanzenfasern und Holz. Komm weg damit, braucht kein Mensch. Hier, Mutantenfett ist viel, viel wichtiger. So. Hier blubbert's doch auch. Was ist das? Ein mutiertes Reh. Nee. Komm, da kommt was raus. Ja, wusste ich's doch. So, diese einzelnen kleinen Mutanten kriegt man damit eigentlich ganz gut weg. Das ist schon spaßig. So, wo geht's hier denn rein? Das hat so Steampunk-Attitüde. Transentum-Mine. Das klingt, als würde man da eventuell Radiumbarren bekommen. Ich gehe mal davon aus. Vampirfluch ist, by the way, sehr, sehr praktisch. Gefällt mir immer wieder, wenn ich das benutze. Scheiß auf. Boah. Ach. Der hat eine Gesundheitskugel fallen lassen. Das ist aber freundlich. Das finde ich super. Ich mag Gesundheitskugeln. Ich mag Lebenszauber. Lebensraub, sage ich schon. Lebenszauber. Ich mag Lebensraub. Das ist geil. Hallöchen. Entschuldigung. Meins gar nicht böse. Radiumbahn habe ich aber noch keine gefunden. Schade. Das wirkt hier alles nämlich so, als würde man die hier bekommen. Was ist das denn für eine komische Bombe? Okay, Rissbrüche gibt's mal wieder hier. Ach, das ist so ein Roboter. Okay, cool. Der hat hier so Wachtürme. Interessant. So. Mal schauen. Also das ist hier so eine Mine. Was läuft hier rum? Wachoffizier. Okay, Alter, ist gut. Regt euch ab, verdammte Scheiße. Komm, jetzt hat. Mann. Was gibt's denn hier? Schwefel. Okay. Hier gibt es technischen Schrott. Technischen Schrott, irgendwas, was auch immer. Ach, Mutant. Hallo, Mutant. Tut mir leid, aber du musst leider dran glauben. Easy going. So, hier haben wir nochmal Mutantenfett.
Jetzt haben wir hier noch die Bärenform natürlich. Na komm. Zertrümmer den Scheiß. Jawohl. So, haben wir noch ein bisschen Schwefel eingesammelt. So. Komm, mach den Scheiß weg. Gewöhnliche Edelsteine gibt es hier also. Na schön. Ja, ich glaube, wir werden es heute bei einem Boss belassen, weil ich muss jetzt erstmal das ganze Gebiet erkunden, muss überhaupt mal mit dem Gebiet warm werden. Aber ganz ehrlich, das reicht ja auch. Ein Boss pro Ding. Was für ein komisches Teil. Ach, da saß wer drin? Du bist ja ein Sack. Also sowas. Au. Okay, hier gibt's alle möglichen Mineralien. Naja, ist okay. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Wir haben ja noch. Wir haben ja noch was dabei. Aber. Okay, hier sind lauter Bohrer. Hier sind lauter Bohrer. Okay, hier ist eine riesige. Das ist eine riesige Mine. Heilige Scheiße. Komm, trink mal. Ey. Sagte trink. So, zack, 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 zack. Das war jetzt vielleicht nicht der schlauste Moment, den Ulti direkt. So. Alter, nerv jetzt nicht. So. Ach, da ist ein Mutant rausgekommen. Alter, was wir hier alles aufsammeln, ey. Diese fetten Bohrer, die sind halt gruselig. Die sind ja fucking langsam. Ja, boah, komm, bohr dir ein. Hast du recht. So, passt wunderbar. Perfekt. Eieiei. Also der Schaden ist immens. Der Schaden ist ganz, ganz immens. So, mal kurz gucken hier. Oh, ich habe eine Ratte gefunden. Hey, sag mal. Easy going. Ja,
Ja, gegen so einzelne Gegner, gerade gegen diese Bohrer alleine, kommt man ganz gut zurecht. Oh, was haben wir denn hier noch drin? Was haben wir denn hier? Oh, Radiumbarren. Na, endlich finden wir mal welche. Schmeiß doch den Scheiß raus. Braucht doch eh kein Mensch. Ja, Radiumbarren. Na, endlich. Okay, hier findet man die also auch. Ja, gut. Haben wir jetzt hier die komplette Mine ausgeräuchert oder wie ist das? Ja, ich könnte jetzt das ganze Kupfer und den ganzen Schwefel noch abbauen, aber ich habe aktuell keine Verwendung dafür, beim besten Willen nicht. Das klumpt mir nur mein Inventar zu. Also, das ist, nö. Das ist hier jetzt, das war jetzt hier die Mine. Na gut, immerhin, ist ja auch mal wieder eine Information. Hops. So, wo sind wir denn eigentlich? Da oben. Wir laufen jetzt hier einfach mal rum auf der Suche nach Spawnern, werden wir schon welche finden. Oh, was ist denn hier los? Was zum Geier ist denn hier los? Ach, da kann man technischen Schrott draus gewinnen. Okay, das ist natürlich... Ja, ja, das ist okay. Da schmeiß mal was dafür. Steine. Was will ich mit Steinen? Hör auf, mir mit Steinen zu nerven. My bags are filled. Leere Batterie. Ach, ich erinnere mich, glaube ich, was die leere Batterie brachte. Doch, ich erinnere mich. Schmeiß die Ratten mal raus. Die leeren Batterien, stimmt. Die konnte man aufladen. Die musste man auch aufladen, weil die hat man für allerlei Sachen gebraucht. Okay, leere Batterien. Wie viele haben wir davon jetzt mittlerweile? Kann ich das irgendwo... Ah, 6 Stück. Gut, ich bin auch ziemlich voll jetzt. Aber wenn ich schon mal hier bin... Was gibt's denn hier überhaupt? Was ist denn hier? Ah, hier ist ein Spawner. Den muss ich direkt mal in Besitz nehmen. Das ist der Spawner. Nördliches Düsterfäule-Portal. Aha. Okay. Nehmen wir direkt in Besitz, hauen ab in Richtung Schloss und das nächste Mal erkunden wir das Gebiet weiter und vielleicht finden wir da auch direkt mal hier diese Ingenieurin. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, haben wir eigentlich für heute schon genug geleistet. Denken wir jetzt gerade, können wir hier noch... Diese leeren Batterien weiß ich jetzt gar nicht, wo ich die einsortieren soll, ehrlich gesagt. Okay, wir haben keine Bücher gefunden, das ist ja schon mal was. Ich sortiere die leeren Batterien jetzt halt erst einmal einfach hier irgendwo ein, wo ich den Rest halt auch einsortiere. Einen technischen Schrott genauso. Ich weiß noch nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Dann müssen wir mal gucken. Hier drüber Riss Chaos-Salbe. Aha, okay. Leere Batterien, genau. Dann haben wir hier noch so eine Ahnenwaffe. Wir sortieren den Kram mal hier, genau. Gut. Wait a minute. War da noch... Ah, Mutantenfett, natürlich. Da haben wir noch Radiumlegierung, aber ich glaube, die können wir zur Schmiede tatsächlich tun, zur Materiallager. Genau, das packen wir hier mal rein. Den ganzen Krempel. Dann haben wir hier noch so zwei... Was sind das? Düsterholz. Aha. Düsterholz. So, so. Ja, das Edelsteinlager. Ja, doch. Das war jetzt sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr gut, dass wir das so hingekriegt haben. Da haben wir noch direkt noch einen weiteren Spawner im Inland gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das offscreen noch, dass ich ein bisschen die Gegend erkunde und die ganzen Spawner ausfindig mache. Oder wir machen das in der nächsten Folge direkt. Also jetzt gerade erst einmal mache ich eine Aufnahmepause. Weil jetzt dann doch, jetzt langsam kriege ich Hunger. Das merke ich richtig. Merke ich auch dann wieder langsam so meine Konzentration nachlässt, weil einfach die Energie nicht mehr da ist. Und außerdem geht dann nachher das Spiel los. Bin ich mal gespannt, wie Österreich heute so spielt. Das dürfte ganz interessant werden gegen Holland. Gut, mal schauen, was haben wir denn jetzt hier noch? Ah, noch ein paar Sachen fürs Alchemielager und dann sind wir eh durch. Dann haben wir eh alles. Das kommt ins Alchemielager, nein.
Sollen wir da noch Trauerliliensamen? Okay, die kommen hier rüber. Nein, hier rein. So. Dann hier für Verbrauchsgegenstände haben wir scheinbar nochmal Blutrosengebräu gefunden. Warum auch immer. Das kommt ja auch noch rein. Ach, haben wir nochmal Samen hier für die Feuerblüten. Dann hier. Das geht ja alles wunderbar. Ich muss sagen, das mit dem Ordnungssystem, das geht einem dann doch irgendwann in Fleisch und Blut über. Einfach, wenn man das die ganze Zeit bedient, wenn man die ganze Zeit zwischen den einzelnen Truhen hin und her läuft und sich das Zeug holt. Da denkt man irgendwann nicht mehr großartig nach. So, jetzt haben wir noch das Düsterholz. Das packt man da noch so rein. Was kriegt man eigentlich aus Düsterholz raus? Düsterholz. Mutantenfett. Aha. Naja, gut. Von mir aus. Komm, geschenkt. Dann haben wir das auch geschafft. Und ja, wir legen uns dabei mal aufs Ohr. War jetzt dann wieder mal eine sehr erfolgreiche Folge. Und ja, dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es in den Mutantenlanden denn so aussieht, welche Bosse da noch warten und ob wir die schon gelegt kriegen auf unserem Level. Bis dahin, macht's dabei gut. Servus und ciao.